Okay, Genderwahnsinn. Wieso hat das ein Geschlecht? Lass uns das hier mal anschauen. Mann und Frauen ist das ja so. Frauen? Männer! Männer! Ja, männliche Rasierer! Männlich! Frauen kriegen die liebliche, nach Sandelholz duftende Vanille-Badebombe und Männer sprengen sich im Bad mit Moschus in die Luft. Man-Grenades! Da stand legit Man-Grenades. Eine Badegranate. Sorry, ich meine natürlich eine Man-Grenade. Man-Grenade. Zahnpasta. Extra für Männer oder für Frauen? Wer kommt auf die Idee, sowas zu gendern? Ach ja, was männlich. Ist das denn? Warum sind da Zähne hinter seinen Zähnen? Das ist das. Mein Narbe bis auf den Knochen am Arm. Oh Gott. Männliche Badebomben, Leute. Männlich, wenn ihr schon badet, dann aber männlich. Mann oder Frau? Richtig. Fisch. Wenn wir. Ich wollte schon fragen. Dankeschön für den Heimchen, guys. Thank you. Schon dabei sind, machen wir doch direkt das Rundumpaket. Es gibt Zahnseide für Männer. Männliche Zahnseide. Ist die aus Stacheldrahtzaun? Männlich. Ja, das ist männlich, damit man... Ist ein männlicher Mann. Ich glaube, ich kann mir auf der Welt kein genderneutraleres Produkt vorstellen als einen Faden. Floss, guys. Sei hotter, sei sauberer, sei dieser Typ. Ja, sei dieser Typ, aber unabhängig davon, ja, was du zwischen den Beinen hast. Ihr kennt alle Hallo, das Meme. Frauenduschgel hat liebliche Gerüche und schönen Namen. Griechischer Joghurt, Duft der pinken Viola, Kokosnusswasser. Und Männer riechen nach Sport Energy Boost, Extreme Cool und Coffee Burst. Coffee Burst habe ich morgens auch im Bad, aber nicht unter der Dusche. Und danach riechen will ich auch erst recht nicht. Wer hat entschieden, dass Männer nicht auch einfach nach Rosen riechen dürfen? Nee, ihr müsst... Männlich! Männliche Männer! Ich weiß, es ist so dumm. Wobei, ich habe jetzt auch ein Parfüm. Also ich habe normalerweise, also ich habe noch nie ein Parfum mir gekauft, aber ich habe jetzt gerade so ein Parfum gefunden, was richtig toll riecht. Und die heißen dann sowas wie, wartet, wie hieß das, was ich gefunden habe, was so cool roch? Die sind bloß so fucking teuer. Warum sind Parfüms so teuer? Die heißen alle Jardin. Und dann hier, das eine ist, die heißen Jardin Bohème. Und dann haben wir Episode Romantique, der war gut. Und dann gab es hier noch so einen anderen Rendezvous Nocturne. Und dann ist es Oriental Floral Gourmand oder Fruity, Citrusy und Woody. Aber ja, weil ätherische Öle so teuer sind, aber die sind so, so teuer. Männer riechen nach Benzin, Motoröl und Schmierfett. Nichts nach was anderem. Erklär dich, wieso Männer nicht nach Rosen riechen dürfen. Ihr dürft nur nach männlichen Rosen riechen. Es müssen männliche Rosen sein. Riecht nach Pfirsich. Ja, eben. Und warum? Habt ihr euch schon mal mit einem mentholhaltigen Duschgel eingeschäumt? Das tut bestimmt weh, oder? Ohne zu wissen, dass da Menthol drin ist. Wisst ihr, wie unangenehm das ist, wenn dir auf einmal so ein After-Aid-Feeling durch den After pustet? Kurzer Side-Rant an dieser Stelle. X ist vor allem ja dafür bekannt, interessante Werbung zu machen. Und die waren ja immer so. Das ist der... Was? X. War das? Können wir nicht alle nach Lakritz riechen? Jenny, da würde ich zustimmen. Perfekt. Du sprühst dich mit deren Deo ein, nutzt deren Duschgel und auf einmal rennt dir die gesamtliche weibliche Bevölkerung der Stadt hinterher. Weil alle Frauen genau so funktionieren. Und ich weiß das. Because... Nee, weißt du, wenn ich im Gym jemanden rieche, der so nach Ex riecht, dann fange ich an zu niesen, weil er einfach zu viel drauf hat. Warum sieht er überhaupt aus wie Schokolade? Hi, Greyfire, das frage ich mich gerade. Wenn ich so an jemanden schnuppern würde, ja, ich glaube, das würde als sexuelle Belästigung zählen. Wenn ich jetzt nicht unbedingt Schmierfett sein, aber ich gebe mich schon mit Bruno Banani zufrieden. Und Bruno Banani ist gut. I'm a man. Aber habt ihr mal an eurem Dark Temptation Duschgel gerochen? Louise-chan, yes. Von Gewürzen, heißt die meine ich. Weißt du, wie sie heißt, Basti? Weißt du, wie sie heißt? Das wurde nämlich nachgefragt. Ein dezenter Duft mit einem Hauch von Gewürzen. Magnetisch. Schokolade, der ist als Schokomann durch die Werbung gelaufen. Wo ist das Schokolade? Schokolade riecht doch nicht wie das. Dieser Ex-Duft wurde für Männer mit Geschmack kreiert. Männer mit Geschmack also. Au. Ja, ich finde auch immer, dass Ex viel zu intensiv riecht. Auch Männer. Schwanzglanz. Und da. Warte, was? Damit, hey Leute, ich bin's wieder, die Genderbender-Mausi aus dem Internet. Schreib doch mal in die Kommentare, was du bist. Bist du ein Junge oder bist du eine Aprikose? Ich bin eine Aprikose! Warte, was? Vicky Boss? Ja, dann ist das vielleicht sie.
Es gibt nur diese zwei Optionen. Tut mir leid, ich bin da eine Aprikose, okay? Ich bin eine Aprikose. Nein, Bliss, es kommt drauf an, aber viele Leute, die Eggs nutzen einfach viel zu viel davon. Also, die nutzen nicht so normal einen Spray und noch ein Spray, sondern die nutzen so einen sehr, 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 sehr langen Spray. Hallo Stefan, Aprikose eindeutig. Egal, ja, wo man hinguckt, alles in unserer Gesellschaft wird ja gegendert, ja? Ich bin keine Banane. Toiletten, Bier, Mülleimer, Tesa. Film. Und wer kennt es nicht? Frauen Neandertalerfüße. So eine pinke Keule, oder? Ach so, ja, weil man damals als Neandertaler natürlich auch schon eine Keule hatte. Just for girls, ja. Hier, ein Bogen. Ich würde auch einen pinken Bogen nehmen, aber einfach nur, weil ich die Farbe pink mag. Und ganz ehrlich, wer statt Fleck dann in Barbie Pink mit einem Regenbogenbogen an der Front steht, ist ja wohl der Stärkere. Bei der Toilette kann man sich jetzt noch drüber streiten, aber es existieren so viele Produkte, für die es Männer- und Frauen-Editionen gibt, da verlierst du deinen Verstand. Fucking Wärmepflaster gibt's. Das hat actually einen Sinn. Das kann ich erklären. Das hat einen Sinn. Ich weiß nicht, ob die das auch so machen, aber es gibt Wärmepflaster, die man sich in die Unterhose kleben kann. Für die ganz bestimmte Zeit des Monats. Das Problem dabei ist bloß, dass die sehr teuer sind gegenüber denen für den Rücken. Was? Ja, weil du nicht überall deine Wärmflasche hinnehmen kannst. Wenn du deine Periode hast und einfach nur Schmerzen hast. Habe ich mir auch schon gekauft, solche Wärmepflaster. Das Problem ist, die sind bloß, wie gesagt, ich glaube 2 oder 3 Euro teurer als diese Rückenpflaster. Und die Rückenpflaster sind basically das gleiche, bloß in einer anderen Form. Also diese Rückenpflaster sind halt nicht dafür gemacht, dass man die sich in die Unterhose kleben kann, sondern halt einfach, dass man die auf den Rücken klebt. Obviously. Und die sind irgendwie 2 oder 3 Euro teurer. Das, also die für Frauen ist ein bisschen scheiße, aber naja. Würde wie. Nee, sieht es nicht. Tatsächlich nicht. Sagen wir so, man kann das sehr gut verstecken, sowas. Ex ist nicht gut, hab's mal gekauft und direkt fiesen Ausschlag bekommen. Ich habe auch schon Sachen gehabt, wo ich Ausschlag hatte. Wie Frauen früher nur überlebt haben. Echt krass. Ich bin sehr dankbar, dass Frauen Gesundheit jetzt mehr ernst genommen wird. Es gibt. So ziemlich jede Krankheit wurde hauptsächlich an Männern erforscht. Deswegen sind viele der Medikamente auch auf den männlichen Metabolismus abgestimmt und eigentlich gar nicht auf den weiblichen Metabolismus abgestimmt. Schlaganfälle ist das bekannteste Beispiel dafür, dass viele Erkrankungen Unterschiede zwischen Männern und Frauen haben. Und deswegen bei Frauen einen Schlaganfall weniger, also seltener tatsächlich wahrgenommen wird im Vergleich, weil Männer haben dieses typische in den linken Arm ziehen, das haben Frauen seltener. Wir haben Sachen wie Rückenschmerzen. Rat mal, was ich sowieso schon den ganzen Tag habe. Rückenschmerzen, aber es sind eher so plötzlich auftretende starke Schmerzen. Darauf muss man halt bei Frauen eher achten. Und Endometriose wird langsam auch endlich mal ernst genommen. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht zu der Gruppe an Frauen gehöre, die Endometriose hat. Aber es ist eine Sache, die eine Frau mindestens einmal im Monat für eine Woche komplett außer Gefecht setzt. Weil du höllische Schmerzen hast und dich nicht mehr bewegen kannst. Und es ist wild, dass das erst jetzt kommt und ich stehe so da. Aber schön, dass wir langsam Fortschritte machen. Das ist zumindest schön. Eugenia, warte. Wünsch dir was. Ich hoffe, dein Wunsch wird wahr. I hope your wish comes true. Ihr kennt doch den Effekt, besser Mathe sind. Oh ja, dieses für 200 Jungs und 200 Mädchen. Und das ist ein Pseudo-Effekt, ich weiß. Weil den Leuten gesagt wurde, ja, Jungs sind besser in Mathe. Und dann haben die den Test gemacht und die Mädchen waren tatsächlich schlechter. Danke schön, Todd Fährmann. Beziehungsweise, also verglichen dazu, wie wenn man es ihnen vorher nicht gesagt hat. Todd Fährmann, danke schön für dein Follow. Thank you so much. Wusstest du, dass Frauen bis der Menopause eine natürliche Resistenz gegen Herzinfarkte haben? Was?
Also ich kenne aber auch Frauen, die keine Menopause hatten und einen Herzinfarkt hatten. Heatpack zu sagen, zumindest handlicher als eine ganze Flasche. Ja, ja. Ich habe eine kleine Flasche. So eine kleine Wärmeflasche. Es ist tatsächlich auch im jugendlichen Alter war es viel schlimmer als jetzt, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Ich habe gehört, Medikamente eher für Männer gemacht werden. Ist das ein Mythos? Nein. Also es wird jetzt, bei neuen Medikamenten wird darauf geachtet, dass man gleiche Probandenmengen hat, also Frauen und Männer. Man versucht darauf zu achten, aber die meisten Medikamente sind hauptsächlich an Männern erforscht und Männer haben einen anderen Metabolismus als Frauen. Dementsprechend wirken oftmals Medikamente bei Frauen anders. Und das ist nicht gut in vielen Fällen. Ich sage auch nicht, dass man es nicht bekommt, aber unwahrscheinlicher ist, das wusste ich nicht. Gute Nacht, Levatin, schlaf gut. Soll es mittlerweile nicht eine elektrische Alternative zu Heatpacks geben, gerade für Frauen? Ich meine, es gibt alles Mögliche, aber teuer. Hoffentlich ändert sich das schnell. Na, so langsam wird auch Geld in die Forschung reingesteckt. Gute Nacht, Super. Ich habe keinen Metabolismus, fühle ich. In binärer Auswahl. Ja, scheiße. Frauen haben nur ihre Tage und Männer haben nur Muskeln. Es gibt auch Drachenfrosch, ich habe von so einem Hoodie gehört, wo man dann schön die Flasche reinmachen kann. Das ist auch toll. Und ganz wichtig, nur die für Frauen müssen bequem und diskret sein. Nee, wie gesagt, also die machen halt literally Sinn. Comfortable and discreet. Die sind wahrscheinlich wirklich für, das ist wahrscheinlich einfach scheiße dargestellt, die sind wahrscheinlich wirklich für die Unterhose angepasst. Wäre einfach meine Vermutung gerade bei dem Produkt. Oder gerade die für Frauen. Das sind alles Produkte, bei denen es absolut notwendig ist, dass es eine männliche Männerversion für Männer gibt und eine feminine, zärtliche und weiche Variante für Frauen. Wie sollten Frauen denn auch sonst Geister beschwören ohne ihr pinkes Ouija-Board? Luigi-Board! Ouija-Board, wie spricht man das nochmal aus? Ich meine, was beschwöre ich denn? Irgendwen Todes aus dem Proletariat? Den Geist von Oscar Wilde? Wie läuft das dann ab? Was machen wir heute? Wir beschwören Geister! Das geht aber nicht! Das ist nicht ein Ouija-Board für Frauen! Warum nicht? Das ist blau! Und ihr wisst, im Gender-Market ist ja auch nicht so, als wäre blau früher die Farbe für Mädels gewesen und rosa für Jungs. Funny. Das gilt immer. Männersachen haben das Farbspektrum schwarz-blau, Frauensachen rosa-rot. Ne, das fängt ja schon bei sehr kleinen Menschen an. Für Mädchen ist das... Ja, das ist so wild. Seid ihr mal in letzter Zeit in einem Toy-Store gewesen oder sowas? Wild. Sieht die Roller pink. Man sieht es halt literally. Für Jungen ist er blau. Für Mädchen von der... Und dann ist er natürlich ein Skaterboy. Du hast pink mögen und Jungen blau. Das weiß doch jeder. Deshalb gibt es auch extra Suppen für Jungen und Mädchen. Sorry, ich meine natürlich für Glamour-Queen. Ja, und Frauen sind natürlich Frauen. Und die Mädchen sollen natürlich Prinzessin sein und die Jungs Feuerwehr. Das ist auch extra Suppen. Natürlich. Für Jungen und Fluffy, nein. Mädchen. Sorry, ich meine natürlich für Glamour Queens. Oder für Champions oder Glamour Queens. Gute Nacht, Tatsuro. By the way, blaue Frau im Hintergrund. Ja, wo ist denn meine Nichten, waren schlimm, I see. Die richtigen Babus fehlen. Aber das gibt's gar nicht hier. Und für Champions! Why? Champions! Das ist wirklich unfassbar dumm. Vor allem, weil das vor knapp 100 Jahren einfach noch andersrum war. Exactly! Da gab's rosa und pink für die Jungen. Weil rosa das kleine Rot ist. Weil rot für Männlichkeit, Kampfgeist, Blut und Krieg stand. Und blau für die Mädchen, weil man ein blaues Gewand traditionell mit der Jungfrau Maria in Verbindung gebracht hat. Oh, Bildungsauftrag, yes. Leute. Check! Und heute gibt es als Spielset das super Wissenschaftslabor für Jungen und die Mädchen. Und dann, oh Gott, das für Mädchen habe ich auch schon mal gesehen. Weil jeder ja Mann auch ganz bestimmt Fußball spielt. Natürlich, Taku, du etwa nicht. Jeden Mann, den ich kenne, der spielt nur Fußball, eindeutig. Hallo Anima. Ich habe einen TikTok-Clip gesehen, da musste die vierjährige Tochter umziehen, weil das Outfit der Mutter nicht passte, Alter. Jetzt haben wir natürlich auch was bekommen, das Parfüm- und Kosmetikset. Weil Frauen können keine Wissenschaftler sein und echte männliche Männer. Scheiße, ich muss mein Studium abbrechen, Leute. Habt ihr es gehört? Leute, es tut mir leid, ich muss mein Studium jetzt abbrechen. Well, RIP, Luna. Hauptsache die Feuerwehrsuppe. Hat die 112 aus dem Helm? Hatten die das? Schade, Luna. Ah, Fußball ist aber halt fühlig. Wasted.
Männer beschäftigen sich nicht mit Parfüm und Kosmetik. Danke, Galli. Fuck, die E-Mail nicht bekommen. Nein, leider nicht. Das heißt, falls den Stream alle go. Leo. Schade, dass Jumbo Schreiner nicht noch auf der Verpackung den Fußballfeldvergleich zur Größe gezogen hat. Damit es auch wirklich jeder versteht. Wir, Männer, brauchen nur ein einziges 3-in-1 erfrischendes, herbes Duschgel für Gesicht, Körper und Haare. Das reicht. Aber was? Und ein XXXL-Vorteilspack. Ja, Buna's Beauty Palace. Woo, hallo Fussel. Soll erfrischend herb eigentlich heißen? Bier wird auch damit beworben, erfrischend herb zu sein. Und I don't know, aber gar nicht. Ich gehe in die Küche. Aber da hole ich mir nur Essen. Fällt das nicht einfach in einem Fass rum? Wo kommt dann das Duschgel her? Aber ich keine weiß Panik, es, nicht. Es gibt ja auch auf dem Duschgel. Wir sparen halt gerne. Immer mal wieder etwas Neues für Testosteron geladene Typen. Das Far Man Attraction Force. Mit Pheromonen. Nacken. Als ob es nicht bewiesen ist, dass Pheromone überhaupt bei Menschen fokussiert sind. Na, Alter! Weil im Tierreich hat sich ja auch durchgesetzt, dass Motten erstmal unter die Dusche gehen, bevor sie wen zum Ficken finden. Generell kann man über den gesamten gestellten Kosmetikmarkt aber sagen... Nach Grumli bis morgen um 19 Uhr. Kanni, hallöchen, danke für den Follow. Ist das normal? Nein! Ist ein gottverdammter Fiebertraum! Frauen bekommen... Oh mein Gott, ja. Mein reparierendes Siebenblütenöl, Repair-Shampoo mit Intensivkraftprotein und Männer bekommen. Ach so. Boah, das ist aber mega lustig, weil nur Männer interessieren sich für und kennen sich mit Autos aus. Der Osterhase! Ja, was machst du denn hier? Versteckst du ein paar Ostereier, ne? Eier suchen, Pock. Was? Eier? Wann gestern? Du hast etwas viel Besseres gefunden. Oh mein Gott! Ein frisch geschlüpftes Nest Just Legends Tabs und... Ach, wie süß. Ihre Mami Waifu passt sogar auf sie auf. Ist ja schnucklig. Aber ist so ein Nest nicht viel teurer als ein Korb blauer Eier? Ich hab erstmal das Pheromon-Shampoo verwenden, damit Frauen mich unwiderstehlich finden. Das wird bestimmt funktionieren. Bitte was? Bei Just Legends läuft gerade der riesen mega ober super giga spring sale, bei dem du nicht nur 14 verschiedene Geschmacksrichtungen zwischen 10 und Gottheim 40% reduziert holen kannst, sondern mein Geschmack Yuzu Drachenfrucht auch wieder im Sortiment ist und man ab ein... Das sind sehr viele Kraft. Okay, was? Was ist auf diesem Shaker drauf, dass es censored werden musste? Stellwert von 60 Euro. Seit ich mit rosa Sachen dusche, bin ich beim Frauenstammtisch dabei. Lifehack! Ein Waifu-Shaker gratis dazu bekommen. Das ist ja unglaublich! Und dafür musst du nicht mehr auf den Osterhasen warten. Geh ganz einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung oder scan diesen QR-Code, um jetzt beim Just Bedonkers. Aber wie krass sind die Bedonkers, weil das andere wurde ja nicht zensiert, ne? Einkauf zu sparen wie noch nie! Wenn du also dein Lager wieder aufstocken willst oder dich mal in die Welt von Just Legends reinkosten möchtest, dann ist jetzt der absolut perfekte Zeitpunkt dafür. Also worauf wartest du? Auf den Link und dran! An die Dosierlevel. Aber manche kantig gebauten Kerle wollen sich wirklich ein wenig mehr mit Hygiene auseinandersetzen, als nur das 3-in-1 Duschgel zu benutzen. Und deshalb wurde von DM vor ein paar Jahren Seins ins Leben gerufen. Mhm. Oh mein Gott, es ist so... Es ist einfach... Vielleicht gehört der Sensorback dazu. Das wäre auch mal was Neues. Für Männer wie uns. Falls ihr... noch nie einen DM von ihm gesehen habt. Seins ist nicht nur die offizielle Marke vom Drogeriemarkt des Vertrauens, sondern direkt ein ganzes Männerregal voller männlicher Mannprodukte. Und jetzt ist dann der Rest des Ladens oder was? Duzen, Siezen, alles bürgerliche Kategorien. Man arbeitet daran, Geschlechterrollen abzubauen und DM so, Alter, hier das Affenhirn von Männern. Die haben Seins falsch geschrieben. Sind die doof? Ja, maybe, Bliss. Gut, dass ich da immer vorne vorbeigehe. Und dann hält es nicht auf, durch den Laden zu laufen und andere Produkte als For Man zu benutzen. Also kommt alles Mönche in ein Regal. Ändert von mir aus eure Ladenlogistik. Macht eine klarere Aufstellung für Rasierer oder sonst was. Aber warum schon wieder neue Männer-Duschgele, Männer-Gesichtscreme, Männer... Wow. Zirbelkiefer-Gesichtscreme. Zirbel... Und uns, ja. Outbreak. Das haben sie auch falsch geschrieben. Für Männer wie uns. Männlich. Leute, Zirbelkiefer ist männlich. Augenroll-on Männer-Tuchmasken. Ich verrate euch einen Tipp. Ihr könnt auch einfach Tuchmasken benutzen, die ist schon... Die Packung sieht so langweilig aus. Ja, ich würde die niemals kaufen. Wer ist denn der Marketing-Dude? Gibt Schocker. Aber endlich gibt es Geschlechter. Oh. Darauf habe ich schon immer gewartet. Gürkchen.
Knackig und lieblich nur für Mädels und knackig und kräftig nur für Jungs, heißt sie. Getrennte Gurken. Wollt ihr mich verarschen? Spürt ihr noch was? Die extra würzigen Kaderkiller-Gewürzgurken sind ja noch funny, aber das knackig und liebliche Gurkenmadel und der knackig kräftige. Geil, weibliche Gurken. Ihr müsst männliche Gurken essen, wenn ihr ein Mann seid. Und wenn ihr eine Frau seid, dann. Hä? Ist das Gewinnspiel auch nur auf dem. Alter, das Gewinnspiel ist literally auch nur auf dem männlichen Ding drauf. Jetzt gewinnen Schatzi irgendwas und Rückreise. Mir war gar nicht bewusst, dass man Gurken gendern kann oder musste. Und ja, die haben wirklich unterschiedlich geschmeckt. Warum? Weil Janines Gurke halt anders schmeckt als meine. Apparently ist eine weibliche Gurke eine Futter... Nein. Genauso wie die Überraschungseier für Jungs und Mädels. Weißt du, ich kaufe die Mädel-Überraschungseier. Ich habe die früher nie gekauft, aber ich kaufe sie jetzt eigentlich, wenn ich sie kaufe, nur wegen den Figuren. Aber ich frage mich, warum soll ein Junge nicht auch Disney-Prinzessin haben wollen? Like, frick you! Frick you! Ü-Eier, frick you! Komplett unabhängig. Zirbelkiefer ist widerlichste ätherische Öl, das ich jemals gerochen habe. Ich habe noch nie Zirbelkiefer gerochen. Also ich wollte keine männliche Gurke. Ja, Sedge. Immer diese männlichen Gewürzgurken, die nehmen die ganzen Gewinnspiele weg. Ja, schrecklich. Hallöchen, Katsura. Meine Mama sagte heute, ich bin ein Prinzessin. Das ist ja voll fein. Mädels mögen auch Autos. Exactly. Weil die Werbung das sagt, nein, mein Bruder hat mit Puppen gespielt. Perfect. Weißt du, wenn ich einen Sohn hätte, der dürfte mit Puppen spielen, der darf Kleider anziehen, der darf Röcke anziehen, der soll das auch ausprobieren. Das ist mir doch, also, der darf Barbies haben. Das ist doch, das hat mir... eines meiner Geschwisterkinder erzählt, eine Kollegin und ein Kollege, eins von beiden, auf jeden Fall jemand, mit dem die Person zusammenarbeitet, meinte so, ja, mein Sohn bekommt keine Barbie. Und die Person hat ihn erstmal so angeguckt oder sie so, hä? The fuck? What the hell? Und aber, das Schöne war, der hat schon drei! Und dann waren sie so, oh ja. Okay, das ist okay. Jungs haben auch keine Puppen, die haben Actionfiguren. Ach so. Fair, ja. Dachte ich mir auch, alles Gavin. Ich durfte mit Puppen spielen, hatte zwei ältere Schwestern. Ja, perfekt. Gesagt, danke schön für den Gift von Katsuro. Jungs spielen mit Puppen, nur nennen wir das auch immer Actionfiguren. Das Ding ist, es ist eigentlich für Jungs auch echt wichtig, also für kleine Jungs, in dem Fall auch wichtig, auch sowas wie Vater, Mutter, Kind zu spielen. Ich meine, wie sollen denn Männer lernen? Also, ganz ehrlich, warum sollen denn die Jungs nicht auch einen Vater spielen dürfen? So ein Bias. Davon gibt es auch noch alles in unnötigen Männergrößen. McCain Man Size mit 50% mehr Inhalt, weil Männer immer mehr essen als natürlich, die Kleinen. Natürlich, genau so funktioniert das. Hatte Schwester Rosenwolf? Oder Mutter, ja. Frauen, am I right? Was ist denn die Frauengröße? Die normale Verpackung? Die normale Verpackung minus 50%? Was soll das? Und du magst Marzipan? Sorry, du bist eine Frau, Alter. Die Männersache, Pralinen, sind nur was für das... Männliches Marzipan. Steig! Alles für die Gegend. Geschlecht. Und jetzt stell dir mal vor, du frisst die falsche Wurst. Als... Weil der Vater immer abwesend ist und arbeitet. Ach, Mann. Mit 5 habe ich schon Mammuts gejagt. Wir regeln unsere Eltern-Kind-Differenz, wie wir mit unseren Brüdern Playfight, bis es ernst wird. Nein! Seid mir nicht alle so weich, Fluffy. Ich geb dir gleich weich. Mann! Männerbratwurst, Frauenbratwurst. Oh mein Gott, nein, die Frauenbratwurst mit Meersalz und mediterranen Gewürzen. Männerbratwurst mit Röstzwiebeln und Käse. Alter, warum klingt die Männerbratwurst geiler? Eine Frauenbratwurst. Das ist ein Worst-Case-Szenario. Also... Jetzt mal davon abgesehen, dass ich halt kein Fleisch esse, aber trotzdem klingt es halt geiler. Wenn die vegan wären, würde ich auch eher die nehmen mit Käse und Rostbratwurst. Mein fragiles Ego kommt nicht damit klar. Wenn ich die jetzt esse, komme ich dann ins Gefängnis, klappt mein Testosteron leerer Männerkörper einfach hinten über. Mit ja. Mehr Salz. Worst-Case-Szenario, yes. Und mediterranen Gewürzen oder mit Röstzwiebeln und Käse, weil das jeweils andere Geschlecht das natürlich nicht essen kann. Frauen hassen Röstzwiebeln und die Ehegatten hassen mediterranen... Natürlich gibt es auch vegane Wurstalternativen, aber das ist ja jetzt keine. Ich bin nicht... Nun, er ist nicht cute, aber vielleicht männlich cute? Maybe. Vegane Gewürze, man kennt's. Ich bin ja auch ein 84-jähriger alter Trucker, Guys. Und von was isst man dann seine gegenderte Wurst? Kommt natürlich auch darauf an. Von einem gegenderten Teller? Bitte sag mir, es gibt gegenderte Teller. Ich will mich so lustig darüber machen, weil für Männer nur das Beste. Hä? Hey! Ich geb dir gleich für nur das Beste. Was du zwischen den Beinen hast. Frauen essen von schönen Schalen und Männer kriegen Hundenapf.
schenke ich meinem Stiefvater. Ja, 84, das ist mein Alter. Den Napf würde ich allerdings feiern. Den finde ich schon gut. Dieses Thumbs-Up-Daumen, ja, dieses... Nice. Für echte Männer. Weil Männer alle Hunde sind? Das habe ich doch anders gelernt. Frauen sind... Da kann man nur sagen, Thumbs-Up, wie der Name schon sagt, ja. Gesöff, ja. Ich trinke noch was, Mika, gut. Danke. Wenn wir jetzt frisch geduscht und gestärkt sind, können wir uns ja um die Arbeit in den eigenen vier Wänden und im Garten kümmern. Gartenhandschuhe für den Garten, smarte Gartenhandschuhe, wenn du deine Alexa mit dem Garten koppelst und Frauengartenhandschuhe für... Welche Art von Garten genau? Ist ja geil, dass die... Ein Bambusstrick extra weich. Durch den eingearbeiteten Bambus extra weich und angenehm zu tragen sind, aber warum heißen die so? Die sind einfach nur extra... Also ich meine, man muss sie nicht gendern, aber zumindest in den gewissen Größen für Frauen sollten die Teile schon kommen. Du Schlüssel männlich. Ach so, ich nehme fast immer eine Schüssel. Fühle ich. Aber bequem. Und wenn du schon die Lady Gartenhandschuhe trägst, auch, dann brauchst du natürlich auch das entsprechende Gartenwerkzeug. Ach natürlich so. In Pink. Natürlich, aber Pink ist halt cool. Falls ihr keinen Garten haben solltet, keine Panik. Es gibt natürlich auch extra gegendertes Indoor-Werkzeug. Angefangen beim Hammer. Ja, das habe ich schon gesehen. Das Ding ist, das einzige Ding ist, ich finde halt Pink toll. Ich würde mir auch immer die pinken Varianten kaufen. Problematisch dabei ist nur... Pink Tags, a.k.a. es ist immer teurer als die andere Variante. Meine Oma würde sagen, wofür Handschuhe? Hier ist mein Abendessen fast immer von einem Suppenteller. Fühle ich, Xef, das ist absolut viel. Das ist absolut viel. Ich habe meine kleinen Schüsseln, daraus esse ich das. Pink ist halt auch eine schöne Farbe, ja eben. Über das 246-teilige Werkzeugset bis hin zum Makita Schlagbohrschrauber gibt es das natürlich. Alter, den will ich, aber der ist bestimmt... günstiger in Rot oder sowas. Auch alle sind pink. Kannst du spoilern. Weiß und pink ist immer teuer. Sad. Und häufiger von der Qualität schlechter. Ja, das ist so das Ding. Ja, auch als Mann benutzen. Das ist so das Ding. Also ich habe einen pinken Regenschirm, weil der 30% günstig war. Makita ist nie günstig. Aber ich wette, dass das andere Produkt, die andere Farbe ist günstiger. Aber nur, wenn... Noch einer auf Lagerschlag zu. Nein! Du, ich zitiere, low testosterone male bist. Eule. Auch als Mann benutzen, aber nur wenn du, ich zitiere, low te- Was? Oh mein Gott. Ladies are low testosterone male pink tool set. Hallo Kevin. Wir haben Schmerzen. Aber setz dich mit dazu. Du. Was hat jetzt denn das Testosteron damit zu tun? Warum kommst du mir denn jetzt mit dem Testosteron? Dein Testosteronwert hat doch nichts damit zu tun, welche Farbe du magst, aber okay, I guess. Hallo Yoshino. Muss ich davor kaufen und einen Test abgeben? Apparently, ich glaube schon. 20 Euro mehr bei Pink, ja wahrscheinlich. Das ist so ein bisschen das Problematische. Ich identifiziere mich ab sofort als Low Testosteron Male. Das ist okay. Würde ich auch machen, wenn ich ein Mann wäre. Achso, ich bin ja ein 84-jähriger alter Trucker, Entschuldigung. Brown Male bist. Was sind meine Augen erblicken? Als nächstes willst du mir noch erzählen, dass es gegenderten Kleber gibt. Lass mich doch in Ruhe. Ja, eindeutig. Es gibt noch schlimmer gegenderten von Pritt. Prittstift? Nur für mehr Testosteron, mehr männlich. Ja, stell dir vor, das Werkzeug ist aus und es gibt nur noch dieses Set. Kauft man es dann, weil man dann in der Kasse ausgelacht wird? Nee. Du sagst dann oft an der Kasse, das ist für meine Freundin. Mädchen. Ah, und gleichzeitig natürlich auch ein Pink. Darfst den als Mann nicht benutzen. Tut mir leid, der klebt da nicht. Und warum ja, die Frau... der klebt da nicht. Hast du halt verkackt, ne? Was Seven in the Wilds nicht dieses wunderschöne Messer dabei hatten, verstehe ich auch überhaupt nicht. Das Mini-Babe. Pink. Bruder, also wenn dann Messer-Babe heißt, dann solltest du da nochmal drüber nachdenken. Ist alles okay bei dir? Es gibt auch das Swing-Babe, was einfach nur eine pinke Variante des Swing-Blades ist. Aber eins muss man denen ja lassen. Geile Signalfarbe. Immerhin findest du es sofort wieder, wenn es dir... Das stimmt. Das Pink muss man risen, damit er klebt. Ach so, da musst du erstmal dem Ding gut zureden. Naja, ist halt eher für Kinder gedacht. Still. Ich hatte, irgendjemand hat meine Einnichte, Erzieherin hat meine Einnichte mal gesagt, ja, Mädchen mögen Pink. Ich wäre als Mutter so ausgerastet, ich sag's dir. Keiner sagt meinem Kind, welche Farbe es zu mögen hat. F you.
You don't say that. Freaking hell. Aber ja, man muss das Pink Risen, eindeutig. Wer will dafür schief anquatschen? Ja. Pink findest du gut wieder. Das ist auf jeden Fall sehr super. Scheint ein solider Kanal zu sein. Das ist alternativ. Ich schicke das Video gleich rein. Warte. Oh. Da fällt. Also perfekt für Frauen. Ich kann das alles nicht mehr. Und ja, es gibt natürlich auch extra als solches gekennzeichnetes Männerwerkzeug. Sorry, aber jeder, der einen Flaschenöffner braucht, der ist doch für mich kein richtiger Mann. Und apropos Gadgets, natürlich kommen wir nicht drum herum, kurz über das Thema zu sprechen, von dem ich besten Wissens behaupten kann, Experte zu sein. Adventskalender. Na klar, gibt's die auch für alle Geschlechter. Natürlich. Haben wir auch schon reingeguckt und die sind alle gleich scheiße. Es ist ein Fass ohne Boden. Hosen ohne Taschen sind bekanntlich für Frauen, Hosen mit Taschen sind für Männer, ist doch klar. Wenn du als Mann jetzt aber eine Leggings anziehen willst, kannst du das nicht einfach so machen. Da fallen dir die Beine ab. Deshalb brauchst du eine eigene. Ja, aber ich sehe schon ein, dass Beine, dass der Körper von Männern anders geschnitten ist. Aber also, weil Frauenjeans und Männerjeans sind ja auch unterschiedlich. Das sehe ich schon ein, aber die Preise. Die linke ist schön, aber die Preise. Nur für Männer entwickelte Leggings. Leggings. Das ist egal bei Leggings. Sind auch als Mann bequem. Kommen die aber in den richtigen Größen? So. Männer haben nämlich gar keine Beine, also Legs, sondern Max. Frage aber, ist Megging nicht ein weiblich gelesener Vorname? Wenn du willst, kannst du auch als Mann eine ganz normale Leggings anziehen. Da gibt es gar keine Probleme. Glaube ich. Also ich meine jetzt nur, dass es vielleicht in den Größen manchmal Probleme geben kann. Jetzt habe ich Angst, es auszuprobieren. Das ist doch dumm. Wir nennen doch Jeans auch nicht Weems, wenn sie von Frauen getragen werden. Oh, jetzt will ich sie alle immer Weems nennen. Ich dachte mir, es gibt nur Long Furby und dann kam ganze Kreuzung mit Tieren. Furbys sind wild. Oder Röcke für Männer. Ist das dann ein Minimäckchen? Million, I'm sorry. Und funny auch. Und sogar in Situationen, in denen wir den ganzen Kram nicht sehen können, weil wir schlafen. Oh, es gibt bestimmt weibliche Kissen. Weibliche Kissen. Weil... Und männliche Kissen. Männlich. Sie müssen männlich sein. Extra für Männer und Frauen angepasstes Zeugs. Männliche Wenn du Kissen. Wenn du zum Pennen brauchst, bestimmt. Dann greifst du als Frau bitte zu den Sleep Pretty in Pink Stöpseln. Mit so. Süßen Schmetterling drauf, die ganz weich und komfortabel sind. Wissen, als ja. Mann ist doch klar. Da bohrst du dir offensichtlich die Schellschrauben rein. Guck mal, da sind Flammen und Totenkopf drauf. Tod und Verderben, yeah. Frauen und Männerohren funktionieren gleich. Wem gehört dieser Gehörkanal? Mann. Mann, eindeutig. Na Maus, ich wette, es ist auf einer Maus. Gute Nacht, Sirius, ich wette, es ist auf einer Maus. Ich habe auch schon mal Schwesterinnen gehört. Oh mein Gott. Oder Frau, richtig, Affe. Und kommen wir nochmal zu einem sehr wichtigen Affe. Thema zurück. Man kann ja jetzt über Pink... Yeah, Pink Tags. Das Ding ist, ich liebe halt einfach Pink. Ich mag einfach Pink als Farbe, so, aber ich sehe halt nicht ein, dass man immer Pink Tags bezahlen muss. Das ist so scheiße. Und Porzellan kann das kommt unterscheiden, wenn es sein muss, aber dann vielleicht nicht so. Männer erledige einen epischen Schiss. Du epische... Lächle, du nimmst ab. Und ja. Au. Ja, man kann zwischen Rinne und Hocker unterscheiden von mir aus, aber bei einem Dixie? Sorry, diese Sommerduftkisten. Dixie-Klo. Das hätte keiner gemerkt, dass du Pink magst. Nee, ich hasse Pink. Pink ist eine hässliche Farbe. Wer auch immer Pink mag, ganz ehrlich. Pink ekelhaft, ganz ehrlich. Verzieht euch, wenn ihr Pink mögt. Wer mag denn schon Pink? Hallo, René. Lila ist auch schön. Ich finde Pink toll, aber die Preiserhöhung ist so gemein. Ich finde das auch ganz schlimm. Warum denn? Like, I don't understand it. Funktionieren doch gar nicht so. Auf einem Festival stehst du da in einem halbwegs geordneten Haufen von diesen mobilen Kotknotenpunkten und dann wird halt das nächste Falko genommen. Da ist doch die Farbe egal. Wir sind doch alle gleich eklig. Und bei dieser ganzen Debatte um genderneutrale Toiletten, hast du mal drüber nachgedacht, dass Dixies das schon immer waren? Hakle hat mal extra Frauentoilettenpapier rausgebracht und für Männer gibt es die extra großen Dude-Vibes-Feuchttücher. Jetzt habe ich alles gesehen. Aber du garantiert noch nicht und deshalb kannst du jetzt hier direkt auf das nächste Video klicken. Und was ich mich frage, wenn es ein Geschlecht gibt, gibt's dann auch ein Gehgut? Geschlecht. Gehgut. Dankeschön für das Video. Vielen Dank für das Video. Dankeschön. Schaut gerne bei Malternativ rein. Lasst gerne ein Like, ein Comment und Subscribe beim Originalvideo. Lasst gerne ein Like, ein Comment und Subscribe bei diesem Video. Schreibt gerne, wenn ihr es bis jetzt bis hierhin geschaut habt,
Pink in die Kommentare und Dankeschön. Hm, es schmeckt nach Ananas. Hm, es schmeckt nach Ananas. Hm, es schmeckt nach Ananas und ist radioaktiv. Hm, es schmeckt nach Ananas.